Hallo zusammen, das L-System wächst weiter mit der neuen Panasonic Lumix S5 Mark II, die ich hier in meiner Hand halte. Und die bisherige Version ist ein Allrounder mit tollen Foto- und Videoeigenschaften. Oftmals diskutiert wurde allerdings der Autofokus. Und hier hat sich jetzt einiges getan in puncto Bildtempo oder Schärfenachführung. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an, sowie die weiteren Features der Kamera und vielleicht den einen oder anderen Vogel. Ich würde mal sagen, los geht's. Ja, wir sind heute in der Falknerei, um die Kamera mal ausgiebig zu testen. Und wir sind jetzt ein paar Tage vor Veröffentlichung der Neuheit und haben hier ein Vorserienmodell. Das hast du uns mitgebracht, Osman. Vielen Dank, dass du da bist. Sehr schön, dass du uns die Kamera heute zeigst. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal das Gehäuse an und arbeiten uns von außen nach innen, wenn ich mir das jetzt so anschaue, zur S5. Sehe ich jetzt äußerlich keinen großen Unterschied. Der Sucherhügel ist ein bisschen größer geworden. Was hat sich denn da verändert in puncto Gehäuse, Bedienung? Ja, erstmal vielen Dank, Julius, für die Gelegenheit, euch die Kamera hier zeigen zu können. Und du hast natürlich recht, dass, man sieht das so ein bisschen hier am Sucher vorne dran. Das ist ein bisschen tiefer jetzt geworden. Wir haben links und rechts Lüftungsschlitze. Das heißt also, wir haben hier tatsächlich einen Ventilator hier eingebaut, den man ähnlich steuern kann wie bei unseren anderen Modellen mit Lüftungen, also mit Ventilatoren. Mhm. Ansonsten liegt sie ein bisschen satter in der Hand, weil sie ein bisschen tiefer geworden ist. Du merkst es vielleicht auch. Das stimmt, ja. Dann haben wir eine sehr große Erneuerung in dem Sinne. Jetzt habe ich noch den Handschuh an, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Ich habe keinen. Sei so lieb, Dankeschön. Wir haben, ich bin jetzt was verfroren, wir haben hier an der Seite einen echten großen HDMI-Eingang. Bei der S5 haben wir einen Micro-HDMI-Eingang, hier haben wir einen echten, den normalen großen HDMI-Eingang. Und ansonsten bleibt dort auch der USB-C-Standard dort sichtbar. Das heißt, wir haben hier auch USB Power Delivery. Wir können darüber die Kamera auch dann aufladen oder in Betrieb auch nehmen. An der Seite haben wir dann zwei SD-Karten-Slots, die beide US2-kompatibel sind. Der Sucher. Also es ist nicht nur groß, weil wir da die Lüftungsschlitze drin haben, sondern wir haben dort auch mehr Megapixel, Julius. Ja, während das Gehäuse recht ähnlich ist zur bisherigen Version, hat sich doch beim Innenleben einiges getan, vor allem beim Prozessor. Du hattest ja schon die Gelegenheit, die Kamera auch zu testen. Was ist so deine Erfahrung und vor allem, was hat sich verändert beim Prozessor und wie zeigt sich das dann im fotografischen Umgang? Julius, der hat sich jede Menge getan. Also wir haben hier im Innenleben sehr, sehr viel neue Hardware mit eingebaut. Wir haben einen neuen Prozessor drin, ja, wir haben auch einen neuen Sensor drin, der hat 24 Megapixel. Allerdings ist es insofern, dass wir jetzt hier auch noch einen Phasen-Hybrid-Autofokus mit eingebaut haben. Das sind alles so Dinge, die wir mit dem Firmware-Update nicht draufgepackt hätten können. Deswegen ist es jetzt ein S5 Mark II, sonst kennt man das von uns ja, dass wir das eher kostenlos per Update nachreichen. Aber durch die neuen Hardware-Komponenten, die wir jetzt da mit drin sind, wurde einfach eine neue Kamera fällig. Und dieser Hybrid-Phasen-Autofokus ergänzt die bestehenden Autofokussysteme, die wir dann hier von uns schon kennen. Also diesen Kontrast-Autofokus mit DFD-Technologie, diese Wiedererkennung, die Recognition beispielsweise. Oder aber auch die 225 Kontrast-Autofokus-Messfelder. Das in Summe ergibt jetzt ein total tolles System. Wir sind hier sehr, sehr flott unterwegs mit dem Autofokus-System. Wir schaffen jetzt hier auch eine schnelle Sensorauslesung. Der Prozessor ist sehr leistungsstark und es gibt viele, viele technische Features, wo ich sagen kann, das ist doch ein richtig tolles Leckerbissen. Ja, auch wenn das Gehäuse recht ähnlich ist, wenn ich hier auf dieses Walrad drauf schaue, dann sehe ich, dass hier die Hi-Res-Funktion dazu kam. Ich meine, 24 Megapixel wie die bisherige Version ebenfalls reichen auch zum Croppen, aber mit dem Hi-Res-Modus gibt es noch mal mehr Möglichkeiten. Wie funktioniert der denn genau? Hast du sehr gut erkannt. Feines Auge, ja. Diese Hi-Res-Funktion war ja sonst immer im Menü versteckt. Jetzt ist das hier oben auf dem linken Walrad eben schon fest implementiert. Und dann machen wir dort entsprechend 8 Bilder. Das macht die Kamera dann entsprechend von alleine. Und ganz wichtig, wir können diese Bilder in der Kamera zusammensetzen und haben dann nachher ein 96-Megapixel-Bild in JPEG oder in RAW. Und dann kannst du hier entsprechend dann nachher nochmal deutlich mehr reinkroppen, weil die Quelle einfach 96 Megapixel hat statt 24. Ne? Das ist ganz toll für Food-Fotografie oder Landschaftsfotografie. Apropos bei Landschaft, es gibt den Modus 2 in der Kamera bei diesem High-Res-Modus. Das heißt also, wenn du eine kleine Bewegung im Bild hast, würde die Kamera das kompensieren, wegrechnen, damit eben entsprechend der Baum oder der Strauch, der jetzt gerade im Wind so ein bisschen sich hin und her bewegt hat, trotzdem noch scharf abgebildet wird.
Ja, im Bereich Fotografie gab es einige Neuerungen, aber die S5 war ja auch immer eine klassische Hybridkamera mit starken Video-Features. Was hat sich denn da getan? Ja, also eines meiner Lieblingsfeature ist Realtime LUT, Julius. Also das sind so diese LUTs, diese Lookup-Tables, diese Farbprofile, die man ja hineinbringen oder implementieren kann, auch nutzen kann. Manch einer nutzt es sogar als kreativen Handstil, also auch als Wiedererkennung. Und das Tolle dabei ist jetzt, dass wir das nicht nur anzeigen können, wie in der Vergangenheit, also dass wir eine LUT-Ansichtshilfe haben oder sowas in der Art, das ist natürlich auch mit dabei. Neu ist jetzt, dass wir in diesem Farbprofil, den man selbst dort auch dann reinladen kann in die Kamera, in diesem Farbprofil auch selbst fotografieren als auch videografieren kann und das direkt auf die Speicherkarte bringt. Also in der Vergangenheit hast du das quasi am PC gemacht, hast dein Farbprofil oder dein Bildprofil entsprechend drüber gelegt und dann abgespeichert. Das machst du heute in der Kamera und das bringt es eben dann für Foto als auch für die Videografie und du kannst deinen eigenen Bildstil, den es ja dann oft in dem Format VLT oder Cube gibt, bei DaVinci beispielsweise macht das in Cube, das gibt es bei Lightroom entsprechend dann auch, ein LUT-Export für Cube, kannst dich hier reinladen, draufpacken, nicht nur angucken, sondern gleich in diesem Farbprofil entsprechend dann auch auf die Speicherkarte bringen. In Sachen Video gibt es sonst noch 4K 60p. Immer gern genommen. Wir machen das jetzt ja auch in der 4:2:10-Bit. Wir können klassisch, Panasonic-typisch, unbegrenzt filmen in diesen Modi, in 4K und in Cinema 4K in 4:2:10-Bit. Wir können sogar in 6K filmen, wir können in 5,9K filmen, in 10-Bit auch. Und das sind interessante Geschichten, finde ich. Auch interessant ist Zeitlupe und Zeitraffer hier oben rechts auf dem Beirad zu finden, in Full HD bis zu 180 Bildern pro Sekunde. Also da ist schon jede Menge geboten. Da macht es auch relativ viel Spaß, glaube ich, für die Fotografie als auch für die Videografie. Beidermaßen, gleichermaßen, es ist richtig kalt, ne? Gleichermaßen einfach gut geboten. Ja. Wahnsinnig kalt, ja, das stimmt. Die Aufnahmezeit war ja bisher zumindest bei 4K 30, ich meine auf eine halbe Stunde begrenzt. Wie schaut es jetzt bei der Kamera aus? In dem Modi auch unbegrenzt. Mhm. Also bei der S5 hatten wir tatsächlich bei 4K 30p und 10-Bit 30 Minuten Begrenzung. Das ist jetzt hier unbegrenzt, das ist kein Problem. Okay. Und wir testen immer, das ist vielleicht auch immer ganz interessant zu wissen, wenn wir über solche Sachen sprechen, testen wir immer in einer Umgebungstemperatur von 40 Grad Celsius. Mhm. Das heißt also, da ist es deutlich wärmer als jetzt. Aber bedeutet für dich eigentlich, wenn du im Sommer draußen filmen möchtest, kannst du dich auf die Angabe unbegrenzt filmen tatsächlich auch verlassen. Mhm. Ja. Wenn so kalt ist, fällt es mir manchmal schwer, die Kamera ruhig zu halten. Aber da hat sich ja beim Stabi auch was getan. Oder ist ein neuer Stabi drin? Perfekte Überleitung. Ich zitter auch so ein bisschen. Ja. Und gerade wenn wir da ein bisschen zittern, brauchen wir natürlich einen guten Stabilisator. Und wir haben hier einen neuen Modus. Das ist der Active IS, der Active IS. Der ist insbesondere dann wunderbar, wenn du als Filmer quasi dich bewegst, also läufst, dem Protagonisten hinterherläufst beispielsweise oder doch ein bisschen zitterst, kann der das sehr, sehr gut. Und wenn das Motiv dich bewegt, das ist ja die andere Methode oder die andere Option, die es beim Film gibt. Dafür haben wir dann Phasenautofokus in Kombination mit den anderen Fokusmöglichkeiten, die wir ja haben, um das entsprechend auch scharf zu bekommen, ruhig hinzubekommen. Und wenn du dich bewegst, gibt es dann aktiv ES. Ja, also dann beides gedacht. Fotoqualität sind wir durchgegangen oder die Foto-Features, die Video-Features auch. Gibt es sonst noch irgendein Merkmal, wo du sagst, das ist ein Highlight der Kamera oder das sollten wir noch erwähnen? Ja, die Kamera wird im Januar auf den Markt kommen, die S5 wird weiterhin bestehen bleiben und wer tatsächlich in Sachen Video-Attribute noch eins oben drauflegen möchte, kann da unseren DMW SFU 2 Upgrade kaufen, das liegt bei 199 Euro und dann wird die Kamera später mit einem Firmware-Update in Kombination über HDMI ein Video-RAW-Output leisten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es sagen darf, aber du meintest vorher kurz beim Vorgespräch, da würde auch noch was im Juni dann kommen, ähnliche Kamera, aber auch nochmal mit mehr Fokusrichtung Videografie. Videografie, genau. Ja. Also hier haben wir tatsächlich ein bisschen mehr an Video als bei der S5, aber wer wirklich einen großen Schritt machen möchte in Sachen Videografie, da wird es im Juni dann die S5 Mark II X geben, also die Black Edition dann auch. Die hat in Sachen Video noch viel mehr zu bieten. Sie hat beispielsweise All-Intra-Aufnahme mit 800 Mbits pro Sekunde. Sie wird, was ich super geil finde, wenn man so sagen darf, über den USB-Typ-C-Anschluss dort auch dann externe SSD-Aufzeichnung bieten. Das heißt, also wir schaufeln dann die Videoaufnahme direkt dann entsprechend auf die SSD. Immer ganz interessant, weil Speicherkartenpreise ja mit so ein bisschen hoch und runter gehen und bei einer SSD ist das, glaube ich, preis-leistungstechnisch ein bisschen noch attraktiver. Dann wird sie auch eingebaut schon haben, diesen HDMI RAW Output, den man bei der S5 Mark II ja noch dazu kaufen kann. Den wird sie von Haus aus dann schon mitbringen. Sie wird natürlich wie die S5 Mark II auch Vlog können, auch von Haus aus. Richtig klasse finde ich bei der S5 2X, der Black Edition, dass sie die Netzwerkfähigkeiten der GA5 Mark II inkludiert bekommen hat. Das heißt also, wir haben IP-Streaming-Fähigkeiten, wir können über ein Smartphone
quasi von der grünen Wiese wie von hier von der Falknerei direkt zu YouTube oder Facebook streamen. Wir haben die Möglichkeit, das auch über LAN zu machen. Das heißt, es wird einen Adapter dafür geben. Mhm. Und das ist richtig klasse, weil nach der GA5 Mark II hat das bei uns ja noch keine andere Kamera gehabt. Und das wird sie dann auch können, die S5 Mark II X. Ja, das sind alles so Dinge, wo ich sagen würde, bei der S5 Mark II X, das sind so Sachen, wo ich halt richtig, ja, richtig klasse finde, ist halt die Aufnahme auf die SSD. Ja. Vorne dran wird auch ein paar Sachen noch mit mehr dazu bringen, kann ich aber heute noch nicht dazu sagen. Mhm. Dazwischen, um das halt mal so ein bisschen hier den, ja, das Spiel quasi warm zu halten, ist, dass wir im Februar noch ein Objektiv bringen werden, mhm, für das L-Mount-System, ein 14-28er für 799 mit einer Naheinstellgrenze von 15 cm. Das macht sie auch entsprechend auch halb makrofähig. Mhm. Wo liegt der Preis jetzt bei dieser Kamera? Start? Diese Kamera wird UVP bei 2199 liegen, mhm, und wird dann im Januar, Ende Januar 23 in den Handel kommen. Ja. Ah ja, alles klar. Ja, dann, wer sich die Kamera gerne mal anschauen möchte, kommt gerne bei uns in einem unserer Ladengeschäfte vorbei oder schaut auf fotoprofi.de vorbei. Wir machen Telefonservice, fragt Björn. Er ist Fotograf, tief im Thema drin. Auch generell zu allen fotografischen Themen könnt ihr ihn gerne fragen. Und so zusammenfassend, verbessere mich, wenn ich es nicht richtig verstanden habe, aber es ist eine super Kamera für alle, die in beiden Welten zu Hause sein wollen. Auch wer gerne mit Vollformat beginnen will, wobei ich finde, für eine Kamera in diesem Entry-Segment hat sie schon fast so viele Features, aber wer gerne starten möchte, ebenfalls eine tolle Kamera, oder wer schon in der S-Serie zu Hause ist und ein Zweitgehäuse benötigt. Ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis, hat man uns immer wieder nachgesagt, ist sehr, sehr gut. Und im Preissegment von 2,2 für den Body alleine hier für Entry-Level super toll. Ja. Die S5 Mark II und die S5 Mark II X, die Black Edition, die wird dann bei 2,499 liegen. Ich glaube, das haben wir vorhin vergessen, für all diejenigen, die tatsächlich auf das Video-Feature warten wollen. Mhm. 2,499 im Juni 23. Alles klar. Dann vielen Dank. Schön, dass du uns die Kamera vorgestellt hast und dabei hattest und wir einen Blick vorab drauf werfen können. Und ich freue mich dann, wenn die in den Handel kommt. Ja, dann bis demnächst. Wird nicht mal zu lange dauern, Julius. Freue ich mich drauf. Ja, danke dir, Osman. Bis bald. Julius. Bye bye. Ciao. Tschüss. Tschüss.